Moin Leute, 31. Juli, es gab einen Hotfix und zwar diese Buchbänder der Widerstandsfähigkeit, die können jetzt auch aus weiteren Quellen gefunden werden, das heißt die Dropchancen wurden weiterhin erhöht. Mit dem könnt ihr übrigens euch den Kopfplatz und Beinplatz verzaubern plus 20 Feuerwiderstand. Wie ihr das machen könnt, in der Videobeschreibung ist ein Link, was ihr dafür machen müsst. Es ist sehr wichtig, vor allem für MC, also das ist schon fast Grundvoraussetzung, wenn ihr Heat gehen wollt. Aktuell kosten die nach wie vor immer noch weit über 100 G. Ich denke mal, damit wird sich der Preis ein bisschen senken wieder. Und das Gute ist, ihr könnt diese Widerstandsbücher jetzt in diesen Vorratskisten bekommen, welches ihr im Booty Bay kaufen könnt. Das kostet 5 Münzen. Das heißt, es ist eine Chance da, dass die hier drin landen. Und das gleiche gilt für Buchband der Gier und Buchband der Schnelligkeit. Das Buchband der Schnelligkeit bekommt ihr übrigens in Düsterbruch. Das gibt euch 1% Haste auf euren Kopf. Und das Buchband Warrior City, das gibt euch 8 Beweglichkeit auf dem Kopf, also Buchband der Gier ist es. Und da habt ihr jetzt eine Chance, das in diesen Damaged Undermine Supply Crate zu bekommen. Also in diesen Dingern hier. Ich kaufe jetzt einfach mal 3 Stück. Mal schauen, was passiert. Vielleicht haben wir Glück und bekommen eins. Leider nicht, aber ein Arkanitband auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, hier könnt ihr die Dinger jetzt euch auch holen für 5 Münzen. Also falls ihr Münzen übrig habt, holt euch diese Teile hier, gebt immer gute Mats. Nächste Änderung und zwar das Trinket hier, das wird jetzt richtig angezeigt. Das zeigt jetzt den reflektierten Schaden im Combat-Log an. Also eine Tooltip-Änderung hier und dieses von den Rixianern, das gibt euch 20 Feuerwiderstand auf den Umhang. Ja, da wären wir schon bei 60, wenn wir jetzt alle benutzen würden. Das bindet jetzt sozusagen das Item. Das heißt, ihr könnt es nicht mehr mit dieser Verzauberung hier verkaufen, weil viele haben es mit dieser Verzauberung verkauft. Wenn ihr es jetzt verzaubert, dann bindet ihr das im Endeffekt und könnt es auch nicht mehr verkaufen. Dann wurde noch die Allianz-Quest, also da, wo ihr den Kopf abgeben müsst von Rand, wo ihr auch den World-Buff bekommt, gibt jetzt bei Matthias Shaw ab und nicht mehr bei General Markus Jonathan. Die Overcharge-Rune kann jetzt von denen erhalten, die die Entdeckung zuvor abgeschlossen haben, aber die Rune nicht erhalten haben. Fire Resist Glows, die ihr bekommen könnt von der Todum-Bruderschaft, haben keine Klassenbeschränkungen mehr, das heißt, andere Klassen können die jetzt auch tragen. Es gab auch noch ein paar Klassenanpassungen hier für den Hunter, zum Beispiel Kill a Shot wurde verbessert, leicht verbessert. Das profitiert jetzt auch von dem Hawkeye Talent, das heißt, das erhöht auch die Reichweite von Kill a Shot. Und Jäger können nicht Fallen mehrmals platzieren. Ich glaube, das ist ein Bugfix, der behoben wurde. Wenn ihr Trap Launcher, sage ich mal, wegsteckt und wieder benutzt, konntet ihr mehrere Fallen, glaube ich, benutzen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich spiele selber kein Hunter. Bei Schamanen wurde der Tierbonus, also der 6er Tierbonus verändert. Besser gesagt nicht verändert, sondern hier gab es auch einen Bugfix, also das Tier 1. Und zwar wird es jetzt korrekterweise Flameshock erneuern. Und bei Hexmeistern gab es auch einen Hotfix und zwar die Rune Bell Firebolt von Magiern kann nicht mehr Targets treffen, die unter Banish, sage ich mal, verbannt wurden. Die sind jetzt immun. Danke fürs Zuschauen, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr kommt gut voran. Ihr habt schon ein paar Set-Teile vom Tier 1 Set. Ist noch sehr früh. Ich habe leider noch kein Glück gehabt, aber die Zeit wird es schon bringen. Von dem her viel Spaß beim Zocken weiterhin und bis zum nächsten Video.